Momentan sehen wir eine Rekordnachfrage bei Gold-ETFs. Wieso ich mir vorstellen kann, dass sich Gold im Preis vielleicht verdreifacht, Silber sogar vervielfacht, das möchte ich dir in diesem Video erläutern. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Ja. Anfang der Woche, am Montag, ging es um die Studie der IWF bezüglich einer Umsetzbarkeit von Negativzinsen, also Strafzinsen auf Bargeld. Das Thema werden wir gleich nochmal aufgreifen. Vorher möchte ich aber mit euch quasi als Grundvoraussetzung, um diese beiden Themen miteinander zu verknüpfen, einmal darauf schauen, ja einmal, was der Goldpreis auf Eurobasis in den letzten Wochen getan hat. Das blende ich euch hier mal ein. Man erkennt hier also einen völlig intakten Aufwärtstrend und der passt zu dem, was uns der ETF-Markt sagt. Das sind ganz interessante Daten, die sich da für den Januar ergeben. Schaut bitte gemeinsam mit mir auf meinen Bildschirm. So, es geht um die Daten vom World Gold Council vom 6. Februar und zwar um die Daten, die beschreiben, was ist eigentlich bei Gold-ETFs im Januar 2019 passiert. Wir gehen da ganz schnell durch. Entscheidender Satz hier. Notably, total holdings have not been this high since March 2013, when the price of gold was 22% higher. Das heißt also, die Gesamtbestände waren seit März 2013 nicht mehr so hoch wie jetzt. Zu diesem Zeitpunkt war Gold 22% höher. Wir schauen uns an, wo ein Großteil der Nachfrage herkommt, nämlich aus Nordamerika. Das interpretiere ich schlicht und einfach so, dass das Zurückrudern der amerikanischen Fed von der Zinswende natürlich für sehr viele Anleger auch auf US-Dollar-Basis ein tendenziell zinsloses Metall, wie Gold es eben ist, wieder überzugewichten. Es gibt ja auch tatsächlich den ein oder anderen großen Investor, der jetzt zum ersten Mal sagt, ich kaufe Gold, weil er die Anlage eben für interessant hält. Also 72% des gesamten Inflows, also der gesamten Zuflüsse in Gold-ETFs, kommt aus Nordamerika. Das war es im Prinzip auch. Das waren die wesentlichen Daten, die wir hier rausziehen können. Nun kann man natürlich als vorsichtige Natur und als der gedankliche Ansatz ist auch gar nicht verkehrt sagen, naja, wenn jetzt schon so viel Geld in ETFs geflossen ist, dann heißt das natürlich auch, dass das Rückschlagpotenzial größer ist, wenn Gold sich nicht wie gewünscht entwickelt. Und ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wir werden gleich nochmal schauen, unterhalb welcher Marke aus meiner Sicht die Enttäuschung groß sein könnte und es dann vermutlich auch wieder zu Abflüssen aus ETFs kommt. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel, um welchen Faktor die Geldmenge in den letzten Jahren gewachsen ist, dann muss ich sagen, die absoluten Holdings, die hier besprochen werden, also seit März 2013, das ist natürlich eine ganze Menge, was hier in diesen Gold-ETFs steckt. Bezieht man das Ganze aber auf den Anleihe- oder gar auf den Aktienmarkt, andersrum müsste es eigentlich heißen, denn der Anleihemarkt ist größer als der Aktienmarkt, schaut man sich da die Größenordnung an, dann kann man keineswegs in irgendeiner Form hier von einer überbordenden Euphorie im Goldmarkt sprechen, die nun zur Vorsicht mahnt. So, davon sind wir also noch weit, weit entfernt. So, und während ich mir diese Daten so anschaue, da fallen mir einige Charts aus der Vergangenheit ein. Klingt ganz passend, tatsächlich schaue ich mir den Markt natürlich häufiger an als nur monatlich, aber tatsächlich passen also diese Daten, diese Rekordnachfrage durchaus zu, naja, sagen wir mal, relativ bullischen Aussichten aus Sicht eines Charttechnikers für den Goldmarkt. Auch wenn ihr normalerweise sagt, Charttechnik ist nicht so mein Ding, bitte schaut euch diese 10 Minuten mal ganz kurz an, denn ich möchte euch in diesem Video erläutern, weshalb es für eine ganz bestimmte Gruppe von Marktteilnehmern Kursziele gibt, die im Gold ja, bis 3.600 US-Dollar und höher reichen und im Silbermarkt bis in die Dreistelligkeit reichen sollen. Also 10 Minuten auch für Nicht-Chart-Fans.
So, das hier ist der Verlauf von Gold in den letzten 10 Jahren und zwar in einem Monatsintervall. Monatsintervall heißt, dass eine Kerze, das hier ist ein Kerzen- oder ein Candlestick-Chart, den Handelsverlauf eines Monats wiedergibt. Ist die Kerze weiß, so wie diese Kerze oder diese Kerze, dann liegt der Monatsschlusskurs unterhalb des Monatseröffnungskurses. Ist die Kerze rot, so wie diese Kerzen hier, dann liegt der Monatsschlusskurs unterhalb des Monatseröffnungskurses. Kerzencharts bieten aus meiner Sicht sehr schnell einen Aufschluss darüber, wo stehen wir eigentlich, wie ist die aktuelle Stimmung. Und die aktuelle Stimmung im Goldmarkt ist nicht schlecht. In den letzten 5 Monaten, die aktuelle Monatskerze läuft ja noch. Ich habe es bereits gesagt, dieses Video nehme ich jetzt am Montag. Aktuell ist es 11.20 Uhr auf. Da handelt Gold bei 1.330 US-Dollar und ist seit 1.200 US-Dollar im Oktober vergangenen Jahres gestiegen. So, seit ich diese Videos und diese Charttechnik hier auf dem Eriksen-Kanal veröffentliche, hat sich die Ausgangssituation im Prinzip nicht verändert. Und genau so habe ich sie auch immer geschrieben. Ich weiß, dass sich der ein oder andere wünschen würde, dass ich einfach mal so einen Gassenhauer raushaue und sage, ja, Gold steigt auf 3.600 in den nächsten 12 Monaten. Tja. Ich könnte ganz leicht sagen, Gold steigt auf 3.600 bzw. 3.200. Ich glaube sogar, dass Gold etwas höher steigen wird. Aber ich bleibe dabei, eine Charttechnik mit einem Wenn-Dann-Szenario zu verbinden. Denn wenn ihr mal so durch die Gegend geht und schaut, ja, Gold steigt auf 3.000, auf 10.000, ich werde euch gleich ein spektakuläres Kursziel noch für Silber nennen, dann werdet ihr bemerken, die Verfasser verzichten in der Regel darauf, irgendeinen Zeitstempel zu geben. Also ich kann euch sagen, Silber wird in die Dreistelligkeit steigen, wahrscheinlich bis in den Bereich 110, 120 US-Dollar. Punkt. Das wäre ein spektakuläres Video, wahrscheinlich hätte ich Zugriffszahlen wie selten zuvor, höchstens mal an dem Tag, an dem ich gesagt habe, ich hätte ein paar Bitcoin verkauft. So, ist das seriös? Nein, denn was hilft es euch, wenn Silber das im Jahr 2068 macht? Ich weiß nicht, ob ich dieses Datum erreichen werde, es wird vermutlich knapp, ich werde mich natürlich bemühen und meine Lebensweise darauf einstellen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ein Wenn-Dann-Szenario gibt auch jedem Anleger ein sehr viel besseres Gerüst mit an die Hand, als zu sagen, das passiert irgendwann. So, allzu lange muss es nicht mehr dauern, bis hier in Gold Größeres passiert. Welche Bedingung sollte erfüllt sein? Hier seht ihr ganz einfach diese Widerstandszone um 1.365 US-Dollar. Steigt Gold darüber an, dann kann Gold den mittelfristigen bzw. langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Wir werden uns den gleich noch etwas näher ansehen. Es gab bereits Hinweise in den letzten Jahren darauf, denn damit überhaupt ein Aufwärtstrend etabliert werden kann und somit so eine Bodenbildung auch abgeschlossen werden kann, muss es eine Reihe höherer Tiefs geben. Und wir haben hier ein Tief im Jahr 2015 gehabt, ein höheres Tief im Jahr 2017 und das jetzt im 2018 bei 1200 war wieder ein klein wenig höher. Das sieht nach einer Bodenbildung aus und damit, und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, damit ist auch klar, welche Bedingungen erfüllt sein muss, damit jetzt dieser Ausbruch gelingt und Gold dann nicht auf direktem Weg, aber zumindest mal in Etappen wieder deutlich weiter ansteigt. Was muss also geschehen, beziehungsweise was darf nicht passieren? Ich mache die Linie mal besonders dick. Dieses letzte Tief bei 1187, merkt euch einfach mal die grobe Nummer, Hausnummer 1190 US-Dollar, darf per Monatsschlusskurs nicht unterschritten werden. Das wäre erstmals seit 2015 der Fall, also dass diese Reihe höherer Tiefs nicht mehr hält. Aus meiner Sicht drohen dann deutlich tiefere Kurse. Ist momentan nicht mein favorisiertes Szenario. Das sieht nämlich vor, dass Gold hier über 1365 US-Dollar ansteigt. Und deswegen möchte ich einmal per Disclaimer hier in diesem Video bemerken, ich bin in mehreren Positionen long in Gold. Ja, neben meinem physischen Gold, was ich ja gar nicht verkaufe. Ja, ein paar Anteile habe ich im Jahr 2011 verkauft, weil es einfach nach einer absoluten Top-Bildung aussah. Aber ansonsten halte ich ja mein physisches Edelmetall. Das hat noch mehr Aufgaben, als nur der Spekulation zu dienen.
Ich habe einige Goldaktien im Depot, bin insofern also positiv eingestellt und wenn ihr so wollt, auch nicht mehr neutral. Das nur als kleiner Hinweis. Sollte Gold hier unter 1200 US-Dollar abrutschen, dann werde ich diese Position wieder abbauen. So, und jetzt möchte ich mit euch nochmal einen Blick auf den ganz langen Goldchart werfen. Ja, wir nehmen mal den Zeitraum, ja, 1975, upsala, das war es nicht ganz, ne? So klappt es natürlich nicht. 43 Jahre. Ich wollte bis 1975 zurück in etwa. Ja, ich nehme das mal hier raus. Denn die Idee zu diesem Video und der Impuls, den ich bekommen habe, der hat sich aus Charts ergeben, die ich schon seit mehreren Jahren im Hinterkopf habe, gesehen habe. Und das sind Charts, die von Elliott Wafern erstellt wurden. Also es gibt durchaus einen Teil von Tradern, in der Regel sind das keine Daytrader, sondern mittelfristige Swingtrader, die verlassen sich bei ihrem Handel auf die Elliott-Wellen-Theorie. Möchte ich gar nicht darauf eingehen, denn in einem Video wäre es unmöglich, diese Elliott-Wellen-Theorie zu erklären. Ich möchte es nur ganz grob sagen. Laut der Elliott-Wellen-Theorie lässt sich das gesamte Marktverhalten, was ihr hier seht, also alles, was hier passiert, solche Phasen gefallen auch Elliott-Wafer nicht so gut, aber sowas, was man hier sieht, das lässt sich ganz klar in zwei Grundmuster einteilen, nämlich in Impuls und in Korrekturmuster. Ich denke, der Name sagt schon, was ist. Eine Impulsbewegung, also so eine Bewegung hier, die gibt es in verschiedenen Zeitebenen, kann also auch auf Stundenbasis auftreten. Die komplettiert sich grundsätzlich aus 5 Wellen. Ja, und an das Ende von Impulswellen wird eine Zahl gesetzt. Worauf es mir jetzt ankommt, es gibt mehrere Charts, die sehen, dass das hier die erste Welle war. Also die Welle 1 und auf die Welle 1 wird dann nach Korrekturen Welle 3 und Welle 5 folgen. Was das Besondere an einer Welle 3 ist, dass sie, ja, das hat mit Fibonacci-Verhältnissen zu tun, also einfach nur mal merken, wenn ihr das wollt, dass die Welle 3 in der Regel 1,618 mal so lang ist wie die Welle 1. Das heißt also, wenn die Welle 1 hier bei 300 beginnt und bis 1900 steigt, ich tippe mal, während ich hier spreche auf dem Taschenrechner, dann wäre das also diese Welle von 1600 Dollar mal 1,618 ist gleich 2588. Wenn wir davon ausgehen, dass hier das Tief vielleicht der Ausgangspunkt einer neuerlichen Welle sein könnte, ja, dann addieren wir nun mal ganz grob, ja, dass die als 1050 das Tief, dann wären wir irgendwo beim Ziel einer Welle 3 in Höhe von 3600 US-Dollar. Das wäre also die nächste große Welle, die sich hier anschließt. Das wäre also durchaus ein Kursziel, wenn Gold wieder in den Höhenflug übergeht. Wer es übrigens noch spektakulärer möchte, werde ich in einem der nächsten Videos nochmal behandeln, der schaut sich Silber an. Denn wenn das hier der Ausgangspunkt ist, wenn das also Welle 1 ist, ja, die Elliott-Wafer werden mir sicherlich um die Ohren werfen, was ich hier übersehen habe oder was man alles beachten muss. Also, das ist das Problem des Elliott-Waves im Daytrading. Es ist relativ komplex und das ist nichts, was man mal eben in einer halben Stunde mit einer DVD lernt. Also, diese Sachen, diese Bewegungen werden durchgezählt. Aber wenn man sich hier Silber anschaut und sich das überlegt, und dann sagt, okay, wenn die nächste Welle mindestens 1,618 mal so lang wie diese sein wird, dann heißt das also zwangsläufig, dass Silber angesichts der Dynamik, mit der die Wellen in Silber vollzogen werden, dass Silber sogar in die Dreistelligkeit reichen kann. Jetzt bitte vorsichtig, also nicht irgendwelche Anlagen verkaufen und sagen, jetzt gehe ich all in Gold und Silber. Denn insbesondere ist die zeitliche Vorhersage relativ schwer und man sieht, dass wir hier im Silber gerade mal am Beginn einer solchen Bodenbildung sind und Silber ist normalerweise im letzten Drittel einer Hosse, spielt es eine ganz, ganz große Stärke aus. Aber damit will ich nur sagen, es gibt also durchaus hohe, spektakuläre Kursziele sowohl für Gold und für Silber. Und jetzt
kommt genau das Video ins Spiel, welches ich, oder das Thema ins Spiel, welches ich Anfang der Woche besprochen habe. So, und ich lese schon den ein oder anderen Kommentar, der mir selbstverständlich zu Recht vorwirft, ja? Ich sitze ja hier mit meinen Thesen, mit meinen Meinungen und insofern bin ich natürlich auch für Kritik immer zu haben, wenn sie sachlich ist. Der mir sagt, naja gut, jetzt ist aber Gold vom Tief auch schon reichlich gestiegen. Hättest du das nicht $100 eher sagen können? Ich bin da schon ein bisschen knausrig beim Einstieg. Und dem kann ich nur antworten, habe ich dir gesagt, schwarz auf weiß, guckste bitte. So, das hier ist der Eriksen Report vom 17. Oktober 2018. Und damals ging es im Titelthema um Gold und um die Frage, warum sich die Stimmung bei den Goldanlegern drehen könnte. Da handelte Gold noch bei 1230 US-Dollar, also etwa 100 US-Dollar tiefer. Und ich habe ja gesagt, es geht schnell, da zum einen auch auf die ETF-Käufe geschaut. Die waren nämlich im Jahr 2018 noch negativ. Aber habe dort auch im Fazit bereits besprochen, ab welcher Preismarke das Ganze ja langsam wieder positiv aussieht. Das war nämlich kurzfristig die Marke hier 1255 bis 1260 US-Dollar. Da ist Gold drüber angestiegen und in der Folge um rund 75 US-Dollar weiter gestiegen. Also, wer sagt, solche Hinweise sind für ihn interessant, wer einen Blick hinter die Kulissen haben möchte, der kann hier unter dem Video diesen Report 100% kostenlos abonnieren. Ja, in der Folge ging es dann noch um den DAX. Also einfach mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. So, was jetzt noch fehlt, um das Bild abzurunden, ist der Blick auf die Notenbanken. Ja, ganz großer Player am Markt, denn auch die Notenbanken treten als Verkäufer und auch als Käufer am Markt aus. Sie haben sich in der Vergangenheit nicht als die schlechtesten Trader erwiesen. Selbstverständlich haben sie gar keine Trading-Absichten. Das macht in dieser Größenordnung auch keinen Sinn. Sie haben sich in einigen einzelnen Fällen tatsächlich nicht besonders geschickt eingestellt. Also man denke an die große Verkaufswelle durch die britische Notenbank, initiiert durch einen Mr. Gordon Brown. Man hat ihn später nicht davon abgehalten, noch britischer Premierminister zu werden. Aber mal ehrlich, wer bekommt schon so mit, wann seine Notenbank die Bestände verkauft? Tatsächlich jeder, denn man kann es nachschlagen. Und das blende ich euch einmal ein, nämlich die Goldkäufe der Notenbanken seit 2006. Wir sehen also, dass seit 2011 die Goldbanken ja, sich durchaus antizyklisch hier betätigen. Sie kaufen also Gold und haben das ja in den meisten Jahren in einem fallenden Kurs getan. Jetzt im Jahr 2018 erstmal auch mit steigenden Kursen und so viel Gold wie schon lange nicht mehr. Also von daher kann man damit rechnen, dass der Markt auch nicht weiter belastet wird. Vielleicht sogar die Käufe eher noch steigen. Insbesondere China ist hier ja relativ aktiv. Auch Russland habe ich ja bereits drüber gesprochen. So, abschließend Fazit. Bin ich Gold bullish? Langfristig sowieso, denn der langfristige Aufwärtstrend ist intakt. Ich habe euch im Chart gezeigt, um welche Marken es kurzfristig geht. Und wenn ich dort genannt habe, die Tatsache, dass ich beispielsweise einige Goldaktien habe, dann ist das natürlich auch spekulativ. Denn Goldaktien handeln immer mit einem gewissen Hebel auf den aktuellen Goldmarkt. Sollte also dem Goldmarkt der Ausbruch jetzt nicht gelingen, dann werde ich mich von diesen spekulativen Anlagen auch wieder trennen, von meinem physischen Gold und Silber nicht. Habe ich seit 2012, glaube ich, einfach überhaupt nichts mehr gemacht. Ja, weil das für mich eben auch mehr hat als einen spekulativen Charakter. Das hat einen Versicherungscharakter. Währungsreform, who knows? Obwohl ich hier zweimal in der Woche Themen bespreche, behaupte ich nicht, dass ich alles vorhersehen kann, was so in der Welt passiert. Dafür sind Versicherungen ja schließlich gemacht. Wüsste ich vorher, wann ich einen Unfall mit dem Wagen habe, dann würde ich 2 Tage vorher auch erst die Versicherung abschließen, wenn es nicht, also zumindest die Vollkaskoversicherung, ja, die andere ist ja Pflicht. Also der Witz bei Versicherungen ist ja, dass man sie hat, und zwar durch alle Zeiten hindurch, zumindest die notwendigen, weil man eben nicht genau prognostizieren kann, was passiert. Und auch in der Weltpolitik ist es so ähnlich wie mit dem Flügelschlag und dem Schmetterling und dem Sack Reis in China. Ihr wisst, was ich meine. Also, kleinste Ereignisse können dazu führen, dass große Kettenreaktionen ausgelöst werden.
Und dann ist aus meiner Sicht etwas Gold und auch Silber im privaten Besitz durchaus die richtige Alternative. Und um das nochmal am Ende zusammenzuführen mit dem Video vom Montag. Wenn wir über ein Szenario sprechen, Negativzinsen auf Einlagen, ja, wir sind davon noch weit entfernt. Aber wir sprechen ja hier gerne auf dem Kanal auch Entwicklungen frühzeitig an. Das heißt also, wenn Gold erstmal in Richtung 1500, 1600 steht, dann wird es wahrscheinlich auch, ja, da wird es vielerorts besprochen. Aber ihr möchtet ja frühzeitig dran sein. Und auch wenn das absolute Tief eher zu erreichen war, wenn ihr den Report gelesen habt, aber auch hier in den Videos haben wir ja mehrfach über Gold gesprochen. Es ist ja noch lange nicht Mainstream die Annahme, dass Gold nun riesig steigt. Und warum Gold aus meiner Sicht eben so weit steigen kann und vielleicht sogar noch über die genannten Kursziele von mir hinaus, ist, weil sich die Geldmenge einfach so erhöht hat. Das heißt also, wenn neben dem Absicherungskapital, neben dem Fluchtkapital auch noch spekulatives Kapital in großen Mengen und gerade bei ETFs, wenn wir davon sprechen, dass Fonds ein- und aussteigen, das ist eben über ETFs sehr schnell möglich. Man muss also davon ausgehen, dass das Kapital ist, welches sich selbst schon als Spekulation ansieht oder als spekulatives Kapital. Das hat ja nicht immer etwas damit zu tun, einen Tag rein, anderen Tag wieder raus. Gibt es sicherlich auch, aber wir sehen ja hier die gesamten Holdings. Also das Volumen, das kann aus meiner Sicht noch deutlich steigen. Und wenn wir Negativzinsen in irgendeiner Form oder auch nur den Trend sehen oder gar Negativzinsen auf Bargeld und wer wollte bestreiten, dass so eine Entwicklung innerhalb von 24 Monaten stattfinden kann, wenn sie denn gewollt ist, dann ist das für mich der Katalysator für Gold und Silber schlechthin. Dann werden wir dort eine Fluchtbewegung sehen und dann werden wir genau das sehen, was ich hier auf dem Kanal schon häufiger gesagt habe. Gold ist kein Krisenmetall, denn irgendwo auf der Welt ist immer Krise. Gold ist ein echtes Fluchtmetall, wenn nichts anderes mehr bleibt. Ja, Thema Bitcoin werden wir noch separat wieder gerne besprechen. Aber das wäre ein Szenario, wo ich mir vorstellen kann, dass das, was wir im Silber beispielsweise gesehen haben, von 15 auf 50, so eine Bewegung, bei der man dann mit spekulativem Kapital auch mal Gewinne mitnehmen kann. Wenn man die nochmal mit Faktor 2 oder 3 sehen will, dann muss man nur auf negative Zinsen warten. Sollte man sich nicht unbedingt wünschen, denn es ist natürlich nicht in allen Bereichen eine angenehme Angelegenheit, aber Gold und Silber sind aus meiner Sicht die Profiteure dieses Szenarios. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und dann war es das für heute. Wir sprechen uns nächste Woche Montag wieder. Am besten den Kanal abonnieren, das kleine Glöckchen einschalten, dann verpasst ihr hier kein Video mehr. Und es sind spannende Themen, die da in den nächsten Wochen auf uns warten. Also, macht's gut, bis dann und ciao.